Oh mein Gott! Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute YouTuber-Zuschauer mit dabei ist der Leon Dion. Hallo. Dion. Ja, ich bin. Leon, das hört sich ein bisschen an wie ein. Nee, Salamander. Nee, das ist was anderes. Salamander, genau. Ja, irgendwie das Lion, also L-I-O-N, hat mich so ein bisschen an Salamander. Nee, eigentlich an Löwe, aber. Eigentlich Löwe, ja, das stimmt. Aber auch die. Irgend tief im Inneren weißt du, dass es auch Salamander ist. Hängt schon wieder verstörend an, Leute. Er hat das YouTuber-Zuschauer per Gewinnspiel gewonnen. Das heißt, ich werde in letzter Zeit mal so ein bisschen mehr auch Gewinnspiel machen. Natürlich habt ihr auch so die Chance, aber ich dachte mir einfach so, hey, das könnte man doch auch mal verlosen. Wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, wer gewonnen hat. Ich habe das Ganze auf Twitter gepostet und werde auf Instagram noch, oder hab's dann schon gepostet in meine Story, wer da gewonnen hat. Und schreibt die Leute auch nochmal dort an. Und wer auf YouTube gewonnen hat, das erfährt ihr noch am Ende des Videos. Von daher. Oh, nee, ich bin runtergeflogen. Wie, du bist runtergeflogen? Ist niemand. Als ob du wirklich runtergeflogen bist. Ja. Hallo? Ja, dein Bett ist jetzt auch runtergeflogen. Oh mein Gott. Oh, mit vier Herzen. Also ich möchte nichts sagen, aber ich hab schon dein Bett. Ja, das wird spannend. Ja, musst du jetzt ein bisschen mehr anstrengen hier. Dachtest du, ich bin easy? Ja. und ja, Leute. Und ich wollte mich nochmal für alle bedanken, die letztens im Livestream dabei waren. Wer es hier mitbekommen hatte, wir hatten irgendwie fast 500 Zuschauer. Richtig krass. Na, was machst du jetzt? Ich überlege gerade, was ich mache. Ich würde dir empfehlen, dich einfach runterzuspringen. Das nicht. Ungerne. Ja, ungerne. So. Bauen wir da noch ein bisschen was hin. So. Oh Gott. Hier können wir auch noch einen hinbauen. So, hier noch ein bisschen. Weißt du, dafür hasse ich diese Map. Ja, wieso denn? Jetzt habe ich gar keine Spitzhacke, den hole ich mir mal kurz ganz noch entspannt hier. Weil die Leute sich hier immer hochbauen. Okay, ich muss safe spielen. Bist denn du? Ist jetzt ernsthaft zurück? Okay, dann komme ich. Ja, komm mal lieber. Dann bist du eh tot. Dann bist du eh tot hier, kannst du gleich aufgeben. Einfach so schlief machen. So. Okay, also ich muss ja schon sagen, brauch nur einen Titel, weißt du, du musst jetzt irgendwas Krasses tun. Weißt du, so 360 Grad Schelle, Fluex, ich bekomme drei. Okay, ich dachte kurz, du hättest dich hinter mir versteckt und wärst jetzt. Also so schlau habe ich dich dann doch nicht eingeschätzt, was? Oha. Und hast du Cop-Rap? Nee. Weißt du, was das Coole ist? Was ist das Coole? Ich muss dein Bett gar nicht mehr abbauen. Ich kann auch irgendwo anders lang bauen. Oh mein Gott! Harte Schelle! Ich würde sagen, du hast ja jetzt noch eine Chance. Eine Runde musst du ja jetzt noch einen Skandal machen für den Titel und so. Ja. Und noch gewonnen. Also ich stelle die geheimnisvolle Frage, doppelt oder nichts? Ja, komm, beziehungsweise was ist überhaupt einfach die Strafe? Das ist eine gute Frage. Was ist? gibt es eine Strafe? Ja, von mir. Na, eigentlich haben wir immer so ein bisschen mehr um Spaß. Leute, ihr könnt mal gerne Strafe. Oder ich stell euch jetzt mal hier oben. Da oben. Da oben. Da oben stelle ich euch jetzt mal ein paar Strafen rein. Ihr könnt mal abstimmen, was wir so in Zukunft als Strafe nehmen sollen. Also vielleicht kann ich auch euch in Zukunft, wisst ihr, so ein paar Ränge vielleicht auch geben, mal gucken. Leider ist es halt nicht so. Ich bin halt kein Owner von dem Server und kann nicht einfach so die Ränge per Command setzen. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, aber gerade spielen wir erstmal um die Runde, um die Ehre so. Ich meine, das wird schon eine Runde verloren. Das musst du halt die reißen, sonst ist halt Flux schon viel das besser. Hast du irgendwelche Map-Wünsche oder so? Super Mario wäre eigentlich ziemlich gut. Super Mario, ach okay, die große Map willst du jetzt. Ja. Okay, bin mal gespannt. Oh Gott. Die Typ mag ich auch ein bisschen lieber, da kann man sich nicht so hoch bauen um das Bett. Okay, doch, kann man eigentlich auch, aber nicht so gut wie auf der anderen Map. Das stimmt. In der Tat. Was findet ihr eigentlich zum Thema Milch ist giftig und sowas? Schreibt es unten in die Kommentare rein, weil das letzte Video hat sich ja ein bisschen so aus Scherz
darauf bezogen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gleich mal angucken. Aber da haben wir so ein bisschen getrollt mit dem Thema Milch ist Gift. Und ja, also wer Bock hat, kann sich das gleich mal angucken. Und ja, schreibt es auf jeden Fall rein, was eure Meinung ist. Und wenn das Video ein bisschen entspannter wird, Leute, wir haben heute Samstag und es ist einfach nur... Ja, okay, eigentlich bin ich halt fertig, weil ich heute einen Wettkampf hatte, aber das ist was anderes. Und da fährt er erstmal direkt runter. So gehört sich das heute. So gehört sich das. Bist du schon Mitte? Nee, nicht so ganz. Aber ich bin gleich Mitte. Du bist gleich Mitte? Okay. Gleich Mitte, Leute. Gleich Mitte. Oh, baust dich auch so hoch. Ja. Ich hätte für Gold anvoten sollen. Mist. Oh, ich hab... Ja, gut, sehr gut. Da hätte ich erstmal das ganze Gold gesnackt. Du musst jetzt irgendwas krass machen für den Titel, ne? Mhm. Was wie... Beste so. Jetzt kann ich den Titel nennen. Zuschauer überrascht mich mega. Leute, so läuft das YouTuber-Leben, ich sag's euch. Oh Gott, kommst du da schon? Nee. Okay. Hallo, Freunde. Ja. Ich bin direkt hinter dir, Flo. Niemals! Oh mein Gott. Oh mein Gott. YOLO! Nein! Oh mein Gott. Renn. Du wirst hier nicht willkommen. Niemals. Nee, als ob du mich getroffen hast, hä? Ah. Oh Gott. Ach, GG. Leute, oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich hast du... Da passt mein Eimer nicht auf, weil er... Ich hätte doch lieber flachen Weg bauen sollen, Leute. Und irgendwas anderes, dass er nicht einfach so durchrennen kann. Nächstes Mal bin ich auf jeden Fall schlauer, aber okay... Für diesen Moment an hast du zumindest erstmal die Bettos-Ehre übernommen. Ja. Für dich kannst du jetzt immer sagen, du hast gegen Floex gewonnen. Aber das stimmt, Moment, ja. Also wenn wir es einmal so betrachten, dass ich nicht gesagt habe, doppelt oder nichts, dann habe ich auch eine Runde gewonnen, ja. Also. Na gut, wir sind beide Ehrenmänner. Oh, Hashtag Ehrenmänner. Ab in die Kommentare, Leute, ihr könnt in diesem Video so viel in die Kommentare schreiben. Müsst ihr alle mal tun, weil es ist einfach nur krass. Ich möchte hunderte Kommentare sehen. Bei 300 Kommentare, Leute. Bei 300 Kommentare. Was mache ich da? Dann nehme ich alle eure Freundschaftsanfragen an, Leute. Also 300 Kommentare ist die Ziel, das ihr erreichen müsst. 300. Okay, jetzt haut rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke, bling bling, könnt ihr auch aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn dieser tolle, fabelhafte, was gibt's noch so für Adjektive, stinkende... Atemberaubende. Atemberaubende. Oh. Flex wieder ein Video hochlädt. Also haut rein und ciao, ciao. Ballerst wieder krass, Alter.